Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Es gibt nur einen Box von Ben Salomo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ben Salomo, Es gibt nur einen, im Jahr 2016 erschienen. Es ist das Debüt-Release, Solo-Release von Ben Salomo. Und dieses gleich in Boxform erschienen. Wir haben hier auf dem Cover den Interpreten, der allerdings mit seinen Händen sein Gesicht verbirgt. Wir sehen hier nur seine Stoppelglatze, sein rechtes Ohr und seine Arme. Ben Salomo, wobei das A hier ausgetauscht wurde durch einen hebräischen Buchstaben, nämlich das Aleph. Ben Salomo ja bekanntlich Israeli, also auch jüdischen Glaubens. Und hier lesen wir, es gibt nur einen, ist speziell auf die Vorstellung eines Gottes bezogen. Also dass, egal ob jetzt Moslem, Christ oder Jude, dass im Prinzip alle Gruppen an denselben Gott glauben, ihn nur anders bezeichnen oder ihm andere Sachen zuschreiben. Gut, die Unterseite blank schwarz. Das Ganze hier so in so einer Glänzeoptik. Alles in schwarz gehalten. Hier nochmal das Aleph auf der linken Seite zu sehen. Und hier hinten lesen wir den Inhalt, also Ben Salomo, Es gibt nur einen. Limited Fan Edition, Doppel-CD, 16 Tracks plus 16 Instrumentals. Original True Schooler Edition T-Shirt, Größe L, Es gibt nur einen Sticker in A6 und Es gibt nur einen handsigniertes Poster in A2. Hier die Credits und ein Barcode. Gut, das Ganze eine reguläre Clubbox. Bedeutet, wir öffnen das Ganze hier an der Seite. Dann kommt schon mal das T-Shirt zum Vorschein. Das Album inklusive der Instrumentals, also die Doppel-CD. Der Sticker in A6 und das Poster. Von innen die Box glatt weiß. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Ben Salomo erst durch Rap am Mittwoch kennengelernt, beziehungsweise auf dem Radar gehabt, da er dort moderiert und auch dort zu den Gründungsmitgliedern zählt. Cover ist dasselbe wie auch schon auf der Box. Ben Salomo, Es gibt nur einen. Hier lesen wir dasselbe nochmal. Und auf der Rückseite haben wir die Tracks. Wir haben 16 Tracks an der Zahl. Und wir haben jede Menge, oder was heißt jede Menge, wir haben einige Features, nämlich Tierstar, Damien Davis, Brian Lee Voice und hier noch Chaos Loge, also die alten Weggefährten der Chaos Loge, hier wo ja Ben Salomo seine ersten Schritte im Bereich Rap gemacht hat. Auch wieder Credits und ein Barcode inklusive Facebook-Auftritt. Von diesen 16 Tracks muss ich ehrlich sagen, meine Favoriten, einmal Track Nummer 3, Kaninchenbau und Track Nummer 5, Erfolgsstory. Gut. Hier haben wir dasselbe nochmal, Ben Salomo, Es gibt nur einen, wie auch schon auf der anderen Seite. Und wenn wir da hineinschauen, dann haben wir hier einmal einen Einleger, nämlich zum True Schooler Shop, trueschooler.de. Hier sehen wir auch nochmal den Interpreten Ben Salomo abgebildet. Und dann haben wir natürlich das Booklet. Schauen wir mal. Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier Ben Salomo und dann hier die Texte. Also der erste Track Identität ist hier abgedruckt. Sehr schön. Auch hier die Info, wer daran beteiligt war. Fällt mir richtig gut, wenn die Texte im Booklet stehen. Bin Fan davon. Also hier wirklich pro Seite ein Text abgedruckt. Gefällt mir. Die Fotografien, die hier dann beigefügt wurden, relativ klein, aber ja, die Texte auf jeden Fall schön, dass die dabei sind. Kann man gut mitlesen. Und immer wieder kleine Fotos mit dabei, wenn es der Platz zugelassen hat mit dem Text. Hier zum Beispiel sehr viel Text, daher keine Fotos. Hier geht das Ganze dann in den Epilog, also hier ist das Ganze zu Ende. Und hier haben wir dann noch die Credits. Und hier natürlich im Epilog auch die Danksagung. Gut,
Dann das hier noch, eine weitere Aufnahme von Ben Salomo, könnte man eventuell auch als Wendecover verwenden. Hier das Ganze ohne die Hände im Gesicht. Ja, ich werde jetzt mal diese Seite hier beibehalten. Und den Flyer auch wieder reingeben oder den Infozettel zum True Schooler Shop. Die CD sieht so aus, in dunkelrot, dunkellila gehalten. Ben Salomo, es gibt nur einen CD Nummer 1. Sieht so aus. Und dann haben wir natürlich, nachdem das ja eine Doppel-CD ist, hier hinten die Instrumentals. Die sehen so aus, in schwarz, dunkelgrün, schwarz-grau gehalten. Ben Salomo, es gibt nur einen. CD Nummer 2, Instrumentals. Hier nochmal das Aleph. Dann haben wir den Sticker mit dem Coverfoto drauf im Hochformat. Wie gesagt, A6, also Postkartengröße. Leider nur ein Sticker, aber der dafür umso größer. Dann haben wir ein Poster. Sieht so aus. Also wir haben hier den Interpreten Ben Salomo. Und hier oben rechts, das ist nicht aufgedruckt, das ist mit, also würde ich jetzt mal sagen, dass das mit schwarzem Edding unterschrieben wurde. Eventuell auch aufgedruckt, aber ich gehe mal davon aus, dass das Original unterschrieben wurde. Und hier unten lesen wir dann Ben Salomo, es gibt nur einen. Schönes Poster, im Hochformat, einseitig bedruckt, Rückseite glatt weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch ein T-Shirt. Relativ selten bei solchen T-Shirts, dass hier auch wirklich ein Zettel drinnen liegt oder ein Etikett mit dabei ist. Also wir haben hier so einen Zettel, so ein Etikett. Es gibt nur einen Edition 2016 True Schooler Established 1999. So sieht das Ganze aus. Old School and New School combined in an attitude. Das Ganze hat hier so eine Sicherheitsklammer, damit das befestigt ist. Die werden wir mal kurz entfernen. So. Weg damit. Also, das T-Shirt in dunkelgrau. So sieht das aus. True Schooler Established 1999. Wir haben auch einen Neckprint. Hier lesen wir auch wieder TS 99. Ansonsten, doch, hier haben wir auch noch ein Element in Rot 99. Und das Ganze hat hier ein sehr spannendes Etikett, also hier so zum Rausklappen aus Stoff, habe ich auch noch nie gesehen. True Schooler 1999, Ben Salomo, es gibt nur einen Edition 2016 Größe L. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ob wir hier noch einen, jawohl, hier noch einen Zettel haben. Also, was lesen wir hier? Finzel und Schuck GmbH, 50% Polyester, 50% Baumwolle. Und das Ganze made in Turkey. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das noch einmal kurz an, wie das im Detail aussieht, das T-Shirt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das dunkelgraue Shirt mit diesem roten, mit diesem weinroten Schriftzug True Schooler 1999. Und auf der Unterseite haben wir noch diese 99 hier dran genäht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dunkelgrau ist schon meine Farbe, aber der Aufdruck ist jetzt nicht ganz so meins. Ich werde das T-Shirt eher weniger tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Dieser Sticker, dieser A6 Postkarten-Sticker. Das Poster unterschrieben. Und die Doppel-CD, also das Album und die Instrumentals. Es gibt nur einen. Das alles in dieser wunderbaren Box. Es gibt nur einen von Ben Salomo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ben Salomo unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.
Ciao.